Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Eigenständig profitable Handelssysteme entwickeln mit dem EA-Generator von AlgoCamp. Mit dabei habe ich natürlich, wenn es um AlgoCamp geht, immer den David Varney. Ja, ich bin gespannt, was wir da heute zu sehen bekommen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FXLIT heute auf dem Donnerstagabend um 18 Uhr begrüßen. Ich würde sagen, nicht lang drum rumreden, direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Wie jedes Webinar, dieses dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des Gezeigten als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ganz gleich, was der David gleich erzählen sollte, was ein EA macht, handeln sollte oder sowas. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig zu sagen von unserer Seite. Ja, kurzes Intro, kurz und knackig. Dann würde ich sagen, David, ich gebe dir erstmal Perfekt. hier die Bühne. Ja, und sag viel Spaß, viel Erfolg und wenn irgendwas sein sollte, ich bin da. Ja. Wunderbar. Danke für deine Einleitung. Und man sollte jetzt unsere Webseite sehen bei mir, oder? Wenn ich den richtigen Ja. Bildschirm freigegeben habe. Super. Vielen Dank. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Wir haben wieder 60 Minuten gemeinsam über unser Lieblingsthema, dem automatisierten Börsenhandel. Und ja, Florian hat es schon gesagt, mein Name ist David Varney. Gründer und Geschäftsführer und langjähriger Partner von FXBet und unsere Webinare drehen sich eigentlich immer um unsere Leidenschaft im automatisierten Handel. Sei es, wie erkenne ich gute Systeme, wie entwickle ich gute Systeme, wie führe ich Backtests durch. Also diese Thematik automatischer Börsenhandel klingt im ersten Moment eigentlich relativ einfach. Ich lasse einen Roboter laufen und macht nichts. Das ist so der Hintergedanke natürlich. Aber wenn wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen und uns ein bisschen mehr einlesen und weiter darüber nachdenken, dann merken wir doch relativ schnell, dass hinter diesem Thema eigentlich dann doch relativ viel noch stecken kann. Das heißt, entweder sagen wir, aber dann sind wir wahrscheinlich heute nicht hier im Webinar, ich möchte einfach nur einen Roboter laufen lassen, ich möchte maximal 5 Minuten investieren. Und dann möchte ich dann nichts mehr von hören. Das ist die eine Variante, aber es gibt noch die andere Variante, wo wir ja, die größere Leidenschaft haben, wo wir uns mit dem Thema mehr beschäftigen, wo wir schauen, wie optimiere ich Systeme, wo finde ich Ideen oder Anregungen für eigene Strategien, für eigene EAs, wie können sie teilautomatisieren, vollautomatisieren. Also eigentlich ist das Thema Algo-Trading relativ komplex, wenn wir es wollen, wenn wir die Leidenschaft dafür haben. Wir müssen auch nicht immer komplett die, sag mal, das Ruder aus der Hand geben. Wir müssen nicht komplett die Kontrolle abgeben. Also wenn wir immer noch sagen, ich vertraue der Technik nicht, ich möchte trotzdem immer noch zum Teil manuell handeln, dann ist das auch gar kein Problem, ne? Also wir dürfen ja gar nicht die Angst haben, dass die Automatisierung irgendwie uns die Arbeit wegnimmt. Ich meine, wir lieben es ja alle, vor den Charts sitzen, die Märkte beobachten, uns Meinungen bilden, ja, Nachrichten lesen, einfach den Markt verfolgen. Darauf müssen wir auch nicht verzichten, wenn wir nicht wollen. Also wenn wir das weiterhin wollen, dann können wir es natürlich gerne machen. Wir können einfach ein bisschen Arbeit abgeben. Das heißt, ein einfaches Beispiel, wir traden vielleicht manuell den DAX, vielleicht traden wir einfach ja, nach dem Volumen. Und verfolgen noch eine andere Strategie. Und diese andere Strategie, das ist vielleicht eine Breakout-Strategie, die wir zum Teil oder zum Beispiel voll automatisieren. Das heißt, wir starten in den Tag, analysieren unsere Märkte und nebenbei läuft einfach der Roboter, der auf einem separaten Konto zum Beispiel einfach vollautomatisch handelt. Also nichts beißt sich hier. Wir verlieren nicht irgendwie unsere Arbeit als Trader. Das wird es alles nicht ersetzen. Sondern wir können es kombinieren, wenn wir wollen. Es gibt solche und solche. Ich meine, wir mit der AlgoCamp GmbH sind jetzt auch schon einige Jahre am Markt und wir haben viele, viele Leute gesehen, die ja, auf der einen Seite stehen und sagen, ich habe gar keine Zeit, bitte schnell starten, installieren und dann will ich nichts mehr von hören. Und die andere Seite, die halt sagt, schönes Thema, ich möchte mich damit beschäftigen, mehr erfahren, einlesen, fuchsen und vielleicht auch, und das war bisher eigentlich mal relativ schwierig, eigene Systeme entwickeln. Das heißt, die große Frage ist natürlich, und da haben wir auch schon einige Webinare gemeinsam mit FXBet gehabt, die Frage, wo bekomme ich eigentlich Handelssysteme her? Wie bekomme ich die? Wo finde ich die? Wie erkenne ich gute? Wie kann ich sie von schlechten unterscheiden? Also die eine Variante ist dann natürlich, ich sage, ich nehme etwas Fertiges und lasse das bei mir laufen. Oder ich programmiere halt selbst ein Handelssystem und definiere selbst die Strategie. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel
schon länger manuell unterwegs sind oder vielleicht im Trader-Smack oder irgendwo im Forum, bei YouTube, eine Strategie gefunden haben, wo sie sagen, ah, das ist gut, das trade ich schon manuell, aber ich habe vielleicht nicht die Zeit dafür, ich habe nicht die Nerven dafür, immer davor zu sitzen oder jeden Tag dran zu denken oder einfach mein Leben ist einfach zu sehr ausgebucht, dass ich dafür keine Zeit habe, zum Beispiel immer um, weiß ich nicht, um 15, 30 vor den Chart zu sitzen. Dann können wir auch einfach eine eigene Idee oder unsere Idee, unsere Strategie oder eine gefundene Strategie, wie auch immer, umsetzen. Und das mussten wir halt bisher immer ja programmieren. Programmieren, das ist einfach eine Programmiersprache, die wir lernen müssen. Beispielsweise einfach mal den MetaTrader öffnen. Wir haben ja immer so zwei Testsysteme vorinstalliert. Und wir sehen, das ist halt so, was hinter einem Handelssystem steckt. Ne? Hinter einem einfachen Handelssystem, wo es einfach nur um das Handeln von dem Indikator MACD geht. Also wir sehen hier, wir wollen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Dafür haben wir schönere Lösungen. 150 Zeilen, das ist die Programmiersprache MQL4. MetaTrader 5 ist es die Sprache MQL5. Und so werden die Handelssysteme eigentlich geschrieben. Das heißt, wir müssten eigentlich anfangen zu lernen, wie die Programmierung läuft. Und ich sage es immer wieder gerne, weil es auch wirklich relativ komplex ist. Die Programmierung ist ein eigenständiger Beruf. Wir haben die Ausbildung zum Programmierer über 3 Jahre. Wir haben den Studiengang zum Programmierer über einige Jahre mehr. Also es ist nichts, was wir vielleicht so nebenbei mit 10 Minuten am Tag irgendwie noch erlernen. Denn wir haben ja noch das Trading auf der anderen Seite. Und wenn wir mit beiden anfangen, also relativ frisch angefangen haben zu traden und dann noch anfangen wollen, wollen programmieren zu lernen, dann haben wir zwei relativ große, große, schwierige Aufgaben, wo wir uns reinwagen wollen. Ich will sie davon nicht abhalten. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn wir programmieren können, wenn wir traden können, wenn wir beides zusammen können, sind wir da relativ frei und unabhängig in dem Bereich unterwegs, aber schwierig, sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir Ende letzten Jahres eine Lösung veröffentlicht, um dieses Problem zu lösen, damit jeder da draußen, der kein Programmierer ist, der nicht versteht, was hier steht und das nicht selbst programmieren kann, dass es für ihn eine Lösung gibt. Wir haben es EA-Generator genannt und das möchten wir heute auch hier gemeinsam uns mal ansehen und vorstellen. Und der Name verrät es schon so ein bisschen, EA-Generator, also Expert Advisor Generator. Sprich, wir haben ein Tool, womit wir Handelssysteme erstellen können, ohne eine eigene Zeile programmieren zu müssen. Das heißt, wir müssen keine Programmiersprache lernen. Wir müssen keine Programmierfachbegriffe kennenlernen. Das Einzige, was wir kennen müssen, ist ja die Grundbegriffe im Trading. Stop-Loss, Take-Profit, was ist der MetaTrader? Die Grundlagen brauchen wir. Und dann können wir, Sie sehen es jetzt nicht, aber ich halte jetzt meine Maus quasi hoch, einfach nur mit unserer Maus, unserem Mauszeiger, die Strategie zusammenklicken und auch testen. Und das ohne eine Zeile zu programmieren, ohne eine Programmiersprache zu beherrschen. Das ist der EA-Generator. Ganz wichtig für Sie. Ich glaube, das macht auch Spaß, wenn Sie am Ende des Webinars sich einfach einen kostenlosen Testzugang erstellen. Das können Sie natürlich. Sie auf unsere Webseite gehen, auf algo-camp.de. Dann haben wir hier oben Produkte. Dann können wir hier auf EA-Generator gehen. Und dann können wir einen kostenfreien Testzugang erstellen. Und das ist kein gemeiner Testzugang, der ist wirklich komplett kostenlos und der läuft auch raus, dann müssen Sie nichts kündigen. Also wirklich relativ entspannt. Holen Sie sich den einfach. Ich empfehle es Ihnen einfach, schauen Sie einfach rein und wenn Sie einfach nach 2 Minuten merken, okay, ist doch nichts für mich oder macht doch keinen Spaß oder na gut, nichts, passt nicht einfach zu mir, dann müssen Sie da auch nichts weiter machen. Dann nutzen Sie den Zugang nicht mehr, er läuft aus und fertig. Das heißt, alles, was wir heute hier machen, oder fast alles, ich würde sagen zu 99%, können Sie auch in dem kostenfreien Testzugang umsetzen. Also wir haben da keine großen Sperren eingebaut. Gucken gleich nochmal drauf. Es gibt eine einzelne Funktion, die wir in dem Testzugang deaktiviert haben, aber das hat eher den Grund, dass das relativ viel Rechenleistung im Hintergrund frisst. Und wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass die Trader, die sich den Zugang gekauft haben, dass sie natürlich keine Beeinträchtigung haben, wenn wir am Tag 100, 200 Tester haben, die auch relativ viel testen. Also das am besten natürlich am Ende des Webinars erstellen oder auch morgen oder wann auch immer. Die Testzugänge sind da. Einfach hier eintragen, dann bekommen Sie den Zugang zugeschickt und dann können Sie das, was wir uns hier gleich angucken im EA-Generator, auch nachbauen, sich durchklicken und einfach mal schauen, passt das zu mir oder passt es nicht zu mir.
Also IA-Generator. Wir haben hier die Oberfläche. Also das, was wir sehen, ist der IA-Generator. Und das ist schon mal, ich würde sagen, ansehnlicher als diese Programmierzeilen hier. Das sieht nach nicht so viel Spaß aus im Vergleich zu dem IA-Generator. Ich mache einfach mal etwas. Ich füge einfach mal ein, zwei Sachen hinzu und dann können wir einfach mal, dann fange ich an zu erklären. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, lieber IA-Generator, ich möchte, wenn der Durchschnitt, wenn eine Kerze über dem Durchschnitt zum Beispiel eröffnet, und zwar nehmen wir den SMA, den einfachen, Periode nehmen wir 200, schieben, will ich das um 10, ich sage speichern und aussteigen, stellen wir auch noch ein, ich möchte Long und Short gehen, Stop-Loss möchte ich haben, der ist fix, 100 Pips, Gewinn, Take-Profit will ich auch, der soll 50 Pips sein, fertig. So, was habe ich jetzt hier eigentlich alles gemacht? Also in dieser, was waren das? Ich würde sagen 10, 20 Sekunden habe ich ein eigenes Handelssystem schon mal erstellt. Das ist jetzt nicht profitabel und darum geht es heute auch nicht. Also ich werde, auch wenn es schöner aussieht, nicht auf Krampf versuchen, hier die Strategien so hinzuschieben, dass sie profitabel werden. Darum geht es hier gar nicht. Weil daran messen wir auch nicht, die Qualität des CA-Generators, sondern es setzt halt das um, was wir möchten. Aber wir sehen hier relativ viel auf einen Blick schon. Und zwar habe ich ja gesagt, lieber IA-Generator, also ich habe hier die Einstiegskriterien hinzugefügt und habe halt gesagt, wenn der Markt ist in diesem Beispiel der Euro-Dollar auf Stundenkerzen, und zwar von 2007 an bis ja, heute 14 Uhr, also die Daten sind hier immer relativ aktuell, jetzt sind sie hier 4 Stunden alt, also in Ordnung. Und ich habe ihm, dem IA-Generator gesagt, dass er den Euro-Dollar auf Stundenbasis kaufen soll, wenn die Kerze über dem 200er SMA schließt und die Position wird aufgelöst, indem der Take-Profit bei 50 Pips oder der Stop-Loss bei 100 Pips gerissen wird. Und wir sehen hier sofort rechts, natürlich keine schöne Grafik, aber wir sehen hier sofort das Ergebnis, wie das System laufen würde oder lief, wenn wir es schon 2007 gestartet hätten. Das heißt, wir führen automatisch den Backtest durch. Und wir haben gesehen, das hat nicht lange gedauert. Das waren vielleicht 0,5 Sekunden. Sagen wir mal, es dauert 1-2 Sekunden, bis der Backtest durchgelaufen ist. Und wenn Sie im MetaTrader, egal ob 4 oder 5, vielleicht schon mal einen Backtest gestartet haben, dann wissen Sie, wie lange das dauern kann. Also im MetaTrader haben wir die Backtest-Funktion. Nur 10 Sekunden den Ausschnitt dazu für die Trader, die es noch nicht kennen. Wir können ja im MetaTrader sagen, lieber MetaTrader, ich möchte folgendes Handelssystem auf den Euro-Dollar-Stundenbasis backtesten. Und dann sage ich ja zum Beispiel auch, bitte backteste mal, was wäre, wenn ich das Ganze 2018 bis heute, wenn es da gelaufen wäre, kann den Test starten und dann testet er das mit historischen Daten durch. Und dann sehe ich, war das System profitabel? Ja, nein. Und wie war es profitabel? Und das dauert im MetaTrader schon sehr, sehr lange, wenn der Zeitraum relativ lange ist. Also wenn ich jetzt natürlich den Test starte von 1. Juli bis heute, dem 28. Juli, dann ist der Backtest relativ schnell vorbei. Also da müssen wir nicht aufstehen und uns die Beine vertreten. Aber wenn ich dann sage, so wie jetzt im IA-Generator, ich möchte das von 2007 an, vom 01.01.2007 an bis heute durchlaufen lassen, dann können diese 15 Jahre sehr, sehr lange dauern. Also ich glaube, das ist schon eine Stunde, wo ein Backtest durchlaufen wird, bis die Berechnung fertig ist. MetaTrader 4 ist ein bisschen langsamer als der MetaTrader 5, aber es vergeht hier sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und wenn Sie Handelssysteme entwickeln oder durchtesten, optimieren, wie auch immer, dann werden Sie relativ schnell merken, dass die meiste Zeit leider auf das Warten drauf geht. Das Warten, ich passe hier ein paar Sachen an. Ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt das Volumen anpassen von 0,1 auf 0,3, bei 0,4, klicke OK, würde dann nochmal den Test starten und warte wieder eine Stunde. Dann merke ich, okay, die Einstellungen sind noch nicht so gut, führe das immer und immer wieder durch. Und dieses Problem, das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, haben wir zum Beispiel im IA-Generator nicht. Also wir haben eigentlich relativ viele Vorteile alleine in dieser Funktion hier schon gehabt. Ich kann
eine Strategie definieren und die Strategie hier ist natürlich Schrott, da müssen wir nicht drüber reden. Es geht nur einfach um die Funktionalitäten, die ich Ihnen zeigen möchte. Das heißt, wir können das Ganze ohne eine Zeile zu programmieren umsetzen und haben auch das Ergebnis sofort. Sie können jetzt gerne mal gucken, ob ich das noch ein bisschen größer machen kann. Ja, so sehen Sie das wahrscheinlich ein bisschen besser, vielleicht noch ein Stückchen. Ja, so sollte das angenehmer sein für Sie. Sie können ja mal hier rechts unten auf den Kontostandchart sehen. Wenn ich jetzt hier eine Änderung durchführe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht nur stumpf rausgehen, wenn der Stop-Loss bei 100 Pips oder der Take-Profit bei 50 Pips gerissen wird, sondern ich möchte noch eine zusätzliche Exit-Logik hinzufügen, da nehme ich einfach mal von mir aus den MACD. Und Sie sehen schon rechts, ich habe nur eine Sache eingestellt und wir sehen in der grauen Linie schon den Vorschlag, wie es laufen würde mit dieser Einstellung. Und ich sage, meine Long-Position soll geschlossen werden, wenn die MACD-Linie die Null-Linie zum Beispiel bricht. So, ich klicke jetzt auf Akzeptieren und wir haben sofort das Ergebnis hier schon eingefügt. Also schauen Sie gerne nochmal auf den Kontostandchart. Ich mache nochmal die Einstellung auf und ich sage einfach mal, ich möchte beim MACD den schnellen SMA von 12 auf 19 ändern, trage die 19 ein, gehe raus und ich habe sofort das Ergebnis hier schon. Ich möchte nicht auf Schlusskurse, sondern ich möchte auf die Open-Kurse wechseln. Wir sehen sofort das Ergebnis. Es ist ja relativ klein, weil das Ergebnis nicht so stark abweicht. Nehmen wir hier noch eine Änderung vor, trage ich hier die 15 ein. Und wir sehen sofort hier unten schon die Veränderung. Ich klicke auf Akzeptieren und dann sehen wir, hat das auch schon umgesetzt. Und dieser Zeitersparnis hier, das werden Sie relativ schnell merken, ist Gold wert, weil wir nicht jedes Mal auf Start drücken müssen und warten, bis der Backtest beendet ist. So, mit diesen Funktionen können wir quasi das Herz vom EA-Generator beschreiben. Das heißt, wir können Strategien eigenständig entwickeln, wir müssen keine Zeile programmieren. Und wir können uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Zum Beispiel müssen wir uns nicht darum kümmern, wo bekomme ich historische Daten her? Das ist ja ein leidiges Thema im Algo-Trading, dass wir früher oder später an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich brauche historische Daten, die etwas länger zurückgehen als nur ein Jahr und die von der Qualität her auch gut sind. Also Daten bringen mir nichts, wenn sie einfach nicht sauber sind, wenn fehlerhafte Daten drin sind, wenn tagelang keine Kursdaten vorhanden sind. Das würde nur dazu führen, dass ich jetzt mit falschen Daten aus der Vergangenheit arbeite und ich dann ja irgendwann ein profitables Ergebnis habe, was mir aber nichts bringt, weil was bringt es mir, ein System zu entwickeln, was auf einer falschen Vergangenheit funktioniert hatte? Das bringt uns nichts. Deswegen saubere historische Daten aktuell zu halten. Alleine das ist schon eine Tagesaufgabe, wenn wir Systeme entwickeln wollen. Im MetaTrader haben wir immer ein bisschen an historischen Daten von den letzten Tagen, Wochen oder auch noch Monaten. Aber je älter die Daten sind, desto schlechter ist die Qualität. Und wir müssen immer wieder die Daten einkaufen. Es gibt auch einige wenige gute Anbieter, die kostenlos zur Verfügung stellen, aber die müssen erstmal umgewandelt werden, in den MetaTrader importiert werden und das eigentlich immer und immer wieder, weil ich meine, wenn ich das jetzt mache, habe ich in einer Woche schon wieder Daten, die eine Woche alt sind. Also dieser Punkt, den haben wir hier nicht. Das heißt, wir müssen uns auch nicht mal darum kümmern, um die historischen Daten. Wir haben die Daten schon vor eingepflegt. Also wir haben natürlich nicht alles der Welt, ne? Das sage ich mal ganz klar. Alles hat hier immer Grenzen. Wir haben hier die Hauptwährungspaare, wir haben Kryptowährungen drin, wir haben ein paar Indizes drin. So, ich sag mal so, das Beliebteste haben wir hier schon vorgepflegt und da müssen Sie sich nicht drum kümmern, die Daten einzupflegen. Wenn Sie jetzt natürlich ankommen und sagen, Sie möchten die türkische Lira gegen den südafrikanischen Rand haben, also etwas Exotisches oder eine Kryptowährung, die relativ wenig eine kleine Marktkapitalisierung hat und kaum gehandelt wird, dann müssen Sie die Daten natürlich manuell einspielen. Wir können nicht jede Aktie, jedes Indiz oder jedes Währungspaar schon voreingespielt haben. Das Ganze hat natürlich Grenzen, aber wenn Sie da in die exotischere Schiene gehen wollen und irgendwelche kleinen Mini-Aktien handeln möchten oder exotische Währungspaare, ist das kein Problem,
Wir müssen dann hier in dem Beispiel einfach die Daten nur selbst einspielen. Bevor die Fragen auch kommen, das ist eigentlich immer eine sehr, sehr beliebte Frage. Ich habe es ja gerade schon gesagt, der EA-Generator hat natürlich Grenzen. Wir müssen hier, ich sag mal, die Waage halten zwischen Funktionen, zwischen ausreichend Funktionen und zwischen der Übersicht. Ja, wir möchten ja, dass jeder, der sich mit dem Trading etwas auskennt, hier eigene Handelssysteme erstellen kann. Wir möchten kein Tool haben, also keine Software haben, wo ich erstmal 3 Tage brauche, mich einzuarbeiten, um die Grundfunktion zu kennen. Ich möchte keine 10 Stunden Videomaterial mehr ansehen oder Dokumentation durchlesen, um das System bedienen zu können. Und hier würde ich sagen, reicht es eigentlich in der Regel immer aus, wenn wir uns ein Webinar ansehen. Ich meine, das wird ja auch aufgezeichnet. Die 1, 2 davor, die wir zum EA-Generator gemacht haben, wurden auch aufgezeichnet. Und wenn wir uns das Webinar ansehen, live oder eine Aufzeichnung, sind wir nach 60 Minuten fit, um das gesamte Tool bedienen zu können. Wir kommen dann so langsam rein, die ganz kleinen Feinheiten. Aber das ist auch in Ordnung, wenn wir noch ein bisschen Nacharbeit brauchen. Deswegen, wenn sehr wahrscheinlich gleich die Fragen kommen, wird Indikator XY unterstützt, wird das und das unterstützt, wird das und das unterstützt. Der IR-Generator kann viel, aber nicht alles. Und deswegen haben wir auch in der Auswahl von den Indikatoren nicht alle möglichen Indikatoren da, sondern wir haben versucht, uns darauf auf die Grundlagen zu konzentrieren, das, was für die meisten interessant ist. Es gibt natürlich auch die abgefahrensten Logiken, um den Stop-Loss und Take-Profit nachzuziehen. So, das wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben. Deswegen nicht böse gemeint, aber wir müssen halt immer die Waage finden und wollen das nicht überladen mit 50.000 Indikatoren, dass man nicht mehr durchsieht. Nicht nur wegen der Übersicht, sondern auch wegen der Geschwindigkeit. Wir haben es ja gerade gesehen. Ne? Eine Kleinigkeit hinzufügen und wir haben in einer Sekunde das Ergebnis von 15 Jahren historischen Daten. Das sind, wir haben es ja hier angezeigt, 97.000 Candlesticks, die wir hier in 1, 2 Sekunden verarbeiten. Und so macht das Testen enorm Spaß. So, und wenn wir das Ganze weitertreiben, haben wir natürlich nicht nur einen Indikator, den wir hier hinzufügen in unserer Logik, sondern wir können auch weitere Indikatoren hinzufügen oder Regeln hinzufügen und die addieren. Das heißt, jetzt ist ja die Logik, die Kerze muss über dem SMA, SMA sein, eröffnen und dann gehen wir eine Position ein. Und jetzt kann ich natürlich auch noch sagen, ich möchte das Ganze erweitern und ich will zum Beispiel die Bollinger Bänder hinzufügen. Und wir sehen hier rechts im Kontostandchart, ich habe nur den Bollinger Band in den Standardeinstellungen hinzugefügt und schon haben wir das Backtest-Ergebnis von den letzten 15 Jahren. Wir sehen hier immer die graue Linie, das ist das Ergebnis vor der Änderung und die obere Linie, die ein bisschen bunter ist, ist das Ergebnis aus den letzten 15 Jahren mit der aktuellen Einstellung, die ich jetzt hinzugefügt habe. Wenn ich jetzt sage, Bollinger Band, okay, die Kerze muss über dem oberen Band sein, dann gehe ich eine Long-Position ein und jetzt stelle ich zum Beispiel ein, die Periode von 20 auf 40 eingestellt und wir haben ja auch sofort wieder das Ergebnis. Kann ich sagen, wunderbar, füge ich hinzu und schon haben wir hier ein zweites Kriterium, um eine Position einzugehen. Das kann ich natürlich noch weiter erweitern und sagen, ich möchte nicht Tag und Nacht reingehen, sondern ich möchte nur in der Uhrzeit von, sagen wir einfach, von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr, weil, wieso auch immer, das Volumen davor und danach nicht ausreichend ist, trage ich auch das ein. Und auch jetzt ist das Ergebnis fertig. Das heißt, unsere Kriterien können wir relativ weit ausbauen, nicht ins Unendliche. Ich glaube, wir haben es limitiert irgendwann auf 8 oder 9 Kriterien für einen Ein- und für einen Ausstieg, die wir hinzufügen können. Also das heißt, sind immer Und-Kriterien. Das heißt, das muss gültig sein, dieses muss gültig sein und das muss gültig sein. Und beim Ausstieg genau das Gleiche. Wir können auch jetzt hier noch sagen, ich möchte nicht nur aussteigen, wenn der MACD die Nulllinie gebrochen hat, sondern fügen wir einfach noch ein, nehmen wir den RSI zum Beispiel. Ich sage, die Long-Position möchte ich schließen, wenn auch noch zusätzlich der RSI fällt. Aber nehme ich den Öffnungskurs, nehme ich den Tiefkurs, nehme ich den Schlusskurs, nehme die Periode 25, drücke auf Akzeptieren. Wir haben sofort hier auch das Ergebnis. So, und das Schöne, das ist so im Hintergrund, das Ganze macht er natürlich auch automatisch für die Short-Seite. Das heißt, wenn ich sage, als Long-Kriterium
muss die Kerze über dem Durchschnitt eröffnen, dann ist es hier im Tab bei der Short-Seite genau andersrum. Hier sagt er automatisch, die Short-Position gehe ich dann ein, wenn die Kerze unterhalb vom Durchschnitt ist. Und das mit allen anderen Einstellungen auch. Ein weiteres Kriterium ist ja hier, dass die Kerze über dem oberen Bollinger Band öffnen muss. Und beim Short-Ausstieg nimmt er genau das Gegenteil, unter dem untersten Bollinger Band. So, das heißt, wir müssen nicht diese Arbeit auch nochmal manuell durchführen und sagen, das war jetzt für Long, dann gucke ich, dass ich das noch für Short eintrage. Auch beim Ausstieg macht er das immer automatisch. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur um eine Seite kümmern und schon fügt er das automatisch auch für die Short-Seite ein. Ich kann natürlich auch sagen, Short sind Mord. Ich will einfach nur Long-Only haben und möchte das dann ignorieren. Kann ich auch machen. Oder ich sage Long und Short. Ich kann auch noch sagen, ich will es für den Test nicht 0,1, sondern ich möchte ein bisschen mehr Volumen haben, 0,5 Lots. Ich kann auch sagen, dass die Gegensignale beachtet werden sollen oder ignoriert werden sollen, akzeptieren und habe wieder die Änderung. Das heißt, hier können wir uns unendlich lang austoben. Und wahrscheinlich werden wir hier auch die meiste Zeit auf dieser auf diese Seite, auf dieser einen Funktion vom IR-Generator unterwegs sein, um ja, den Algo zusammenzuklicken. Arbeiten wir uns mal ein bisschen weiter vor. Oder noch besser, gehen wir direkt zum Ergebnis. Ich sage jetzt, Kontostandchart, perfekt. Meine Traumstrategie, ich habe jetzt hier natürlich Geld verloren. Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt auf Krampf was Profitables zu entwickeln. Aber ich könnte jetzt einfach sagen, ich möchte das System für den MetaTrader 4 exportieren. Ich klicke rauf und schon habe ich die Datei in meinem Download-Ordner. Also ich ziehe das hier kurz runter. Ich habe jetzt hier in meinem Download-Ordner das Handelssystem. So, und ich kann das jetzt einfach kopieren und dann hier in meinem MetaTrader von FXBit einfügen. Also ich gehe hier oben auf Datei, Datei-Ordner öffnen, MQL4, Exports, da können wir mal die Handelssysteme rein, machen Rechtsklick, füge es ein und schon ist meine Strategie fertig. Das heißt, ich kann sie jetzt quasi im MetaTrader automatisch schon laufen lassen. Ich habe es jetzt hier, da ist meine Strategie. Ich könnte jetzt sagen, ich mache den Euro-Dollar-Chart auf, ziehe das System rein, bestätige und es läuft. Und das ist quasi der Weg. So, ich kann es auch wieder zurückgehen, natürlich. Ich kann es auch wieder zurückgehen und sagen, gut, das ist jetzt die eine Version, aber ich will noch weiter daran arbeiten. Ich kann auch sagen, ich möchte das für den MetaTrader 5 exportieren. Also alles, was wir hier machen, können wir immer für den MetaTrader 4 und auch für den MetaTrader 5 exportieren. Ich kann jetzt auch sagen, gut, ich bin jetzt beim MetaTrader 4, aber vielleicht möchte ich bald mal auf den MetaTrader 5 wechseln. Kein Problem. Lade ich mir runter, habe ich jetzt auch noch die MetaTrader 5 Variante. So. Weiterer Vorteil, das ist jetzt im ersten Mal nicht so interessant, aber wir haben hier komplette Einsicht in den Quellcode. Das heißt, wir blockieren hier nichts. Das heißt, es ist Ihre Strategie, es ist Ihr System. Sie haben hier den kompletten Quellcode. Das heißt, wenn Sie dann doch mal sagen, es gefällt mir, das System ist gut, aber ich möchte dann doch noch ein paar Funktionen einbauen, die der IR-Generator zum Beispiel nicht kann, hat, dann kann ich das entweder noch selbst manuell hier einbauen oder ich gebe das zum Beispiel einem Programmierer und sage, hey, lieber Programmierer, kannst du mir bitte noch diese und diese Funktion einbauen, weil das und das nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe oder so. Das heißt, wir blockieren hier nichts, die Strategie gehört Ihnen. Sobald Sie sich die einmal heruntergeladen haben, haben Sie den Quellcode und somit ja die komplette Macht über Ihr Handelssystem und können das nochmal, wenn Sie vielleicht Sorgen haben, nochmal in Ruhe durchsehen und gucken, ah, ist hier vielleicht irgendwo was Böses nochmal versteckt oder wie agiert das eigentlich? Aber wenn Sie keine Lust auf die Programmierung haben, ist das wahrscheinlich für Sie jetzt nicht so interessant. Ich glaube, interessanter für Sie ist einfach der Fakt zu wissen, dass Sie wirklich einfach den Quellcode, das Herz von dem System in Ihrer Hand haben und das kann Ihnen keiner mehr wegnehmen. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen verschwinden, dann ist das System trotzdem bei Ihnen und Sie haben trotzdem den Quellcode, können damit arbeiten, es weiterentwickeln, was auch immer Sie mit Ihrem System so machen möchten natürlich. Okay. Gehen wir zurück im IR-Generator. Wir haben jetzt die Hauptfunktion, würde ich sagen, kennengelernt. Das heißt, wir fangen an und entwickeln erstmal unsere Strategie. Die haben wir jetzt gefunden. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis.
Und können jetzt noch weiter in die Tiefe ein bisschen reingehen. Das heißt, ich persönlich sage immer ganz klar, wir sollten nicht immer nur auf den Chart sehen. Das heißt, wir sollten nicht immer nur darauf aus sein, dass die Linie möglichst steil nach oben geht, dass wir keine Drawdowns haben und es immer nur nach oben geht. Die Details müssen auch zu uns passen. Und deswegen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach nur auf den Chart klicken, haben wir nochmal ein bisschen Details, die nicht ignoriert werden sollten und nicht vernachlässigt werden sollten, weil die dann doch relativ wichtig sind, um die Qualität zu bestimmen einer Strategie. Ganz klar, das System muss profitabel sein im Schnitt. Sonst können wir da nichts Schönes dran finden. Wir können ein bisschen schauen, wie ist die Long- und Short-Balance zum Beispiel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Aktiensystem haben, über die letzten 5 Jahre getestet, und wir merken, okay, die eigentlichen Gewinne kommen hier nur aus der Long-Seite, dann sollten wir uns die Frage stellen, was macht mehr Sinn? Einfach diese Aktie zu kaufen oder dieses System zu betreiben? Und hat dieses System überhaupt einen Vorteil, wenn es in einer Aufwärtsphase nur mit Longs Geld verdient? Also es gibt so viele Details, wo man darauf achten sollte. Das gleiche natürlich auch für den Drawdown. Klar, das System verbrennt das Konto. Ja, jetzt haben wir einen Drawdown von 100%. Aber auch da sollten wir einfach mal zwischendrin gucken. Und das haben wir, diese Details haben wir, die wir zum Teil im MetaTrader 4 oder 5 nicht haben. Wo ich zwischendrin sehe, okay, jetzt mal ignoriert, dass das Konto geschrottet wird, aber wo ich dann mal sage, okay, wir haben hier schon mal so einen Drawdown von 20%, gehört hier quasi zum guten Ton dazu. Wir haben auch mal 40%, dann haben wir wieder eine Korrektur. So, das sind so Werte, da müssen wir mit leben. Also auch wenn das System jetzt Geld verdient über 15 Jahre und ich jetzt aber sage, puh, also ein Drawdown von 40%, da würde ich meine PC aus dem Fenster werfen, dann ist das System nichts für uns. Dann werden wir damit kein Geld verdienen, auch wenn es nachweislich auch die nächsten Jahre unterm Schnitt Geld verdienen wird. Wenn wir es nicht schaffen, die Finger oder Beine ruhig zu halten in diesem Moment, dann ist das System ja zum Beispiel auch nichts für uns. Und deswegen, um diese Fragen uns zu beantworten, haben wir hier noch ein paar Charts mit reingepackt und natürlich auch für die Zahlenliebhaber ein paar Auswertungen. Die finde ich persönlich jetzt auch nicht zu sehr nicht zu unnötig verkompliziert wurden. Das heißt, wir können hier auch relativ schnell die Informationen lesen, verstehen und deuten, ohne hier erstmal wieder Handbücher lesen zu müssen. Also eine Anzahl der Einstiege pro Wochentage. Okay, hier sehen wir, in welchen Tagen gehen wir durchschnittlich so rein. Gewinn und Verlust und Währung pro Wochentag. Haben wir eine gute Übersicht, an welchen Wochentagen machen wir vielleicht überdurchschnittlich viele Verluste oder überdurchschnittliche Gewinne, um hier eventuell auch nochmal zu optimieren. Also ist jetzt in dem Beispiel nicht so relevant, aber ich könnte jetzt rein theoretisch sagen, Donnerstag, da machen wir überdurchschnittliche Verluste und würde ich den Donnerstag einfach auslasten, dann wäre das System extrem stabiler unterwegs. Das gleiche auch auf Stunden. Wie läuft es mit den Einstiegen und Ausstiegen in jeweiligen Stunden und. Natürlich auch noch auf Monate runtergebrochen, dass ich ja raufgucke und sehe sofort, okay, wir haben hier 2013 zum Beispiel eine relativ lange Drawdown-Phase gehabt. Wir haben im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August immer nur Verluste geschrieben. Passt das zu mir? Würde ich das aushalten? Oder würde ich schon nach 2 Wochen sagen, weg mit dem Schrott, funktioniert nicht. Also von den Auswertungen her haben wir hier extrem viel mehr an Daten als eigentlich im MetaTrader zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn Sie programmieren können, hätten Sie einen großen, großen Vorteil dadurch oder damit, wenn Sie das System hier umsetzen würden, weil Sie noch viel, viel mehr Kennzahlen haben. Die Kennzahlen hier links, die haben wir zum Teil im MetaTrader, die Basics, wie groß ist der Drawdown, wie viele Verluste mache ich, was ist der Reingewinn, Profit am Tag durchschnittlich, aber auch Zahlen wie Balken im Trade, das heißt, wie viele Balken bin ich quasi investiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich bin hier 6.000 durchschnittlich, vielleicht 6.000 Balken investiert, dann weiß ich, okay, ich halte die Position relativ lang. Wie ist meine Gewinnmarge? Wie ist das Verhältnis Gewinn und Verlust? Wie lange dauert eine Stagnationsphase? Alles wichtige Informationen, die wir uns immer ansehen sollten und nicht nur darauf aus sein sollten, dass der Kontostandchart schön nach oben geht. Weil es bringt uns nichts, wenn wir diese Situation in der Realität später im Live-Modus nicht aushalten können. So. Kontostandchart hatten wir. Wir haben natürlich auch noch für die
Extrem Zahlenliebhaber können wir natürlich auch mal jeden einzelnen Trade historisch durchsehen. Wir haben hier 240 Seiten mit jedem Trade historisch nochmal aufgenommen. Können wir uns ansehen, können wir aber auch sein lassen. So, was haben wir noch? Indikatorenchart. Wir sehen hier auch mal, wie das Ganze eigentlich dann aussieht. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil wir haben jetzt ein bisschen was zusammengeklickt auf der oberen Seite im Editor. Das waren hier so die Kriterien. Und jetzt im Indikatorchart können wir auch mal uns einfach mal ansehen, wie waren hier eigentlich die Tage. Also ich kann jetzt auch zurückscrollen und mir einfach mal, ich gehe jetzt zum Beispiel zu dem Tag und möchte einfach mal sehen, wieso hatte ich hier so viele Verluste gemacht. Dann gucke ich da genau rauf und sehe, okay, so standen die Indikatoren in dem Moment. Und dann, wenn ich mir mehrere Trades so angucke, dann erkenne ich vielleicht auch noch Dinge. Also jetzt hier so im Performance-Verlauf, hier erkenne ich ja nicht wirklich, waren die Indikatoren falsch eingestellt? War der Markt falsch eingestellt? Aber wenn ich hier in den Chart reingehe und auch alle Kriterien, die ich ja fürs Trading nutze, wir haben MACD, wir haben den Durchschnitt, wir haben die Bollinger Bänder, wenn ich das alles noch hier live sehe, historisch, wie der MACD, also 2005, 2015, wann auch immer stand, dann ist es eine wichtige Grundlage, um meine Strategie noch weiter auszubauen, wo ich dann sage, okay, die Bollinger Bänder, die sind einfach zu schnell, ich muss die erhöhen, das passt nicht. Oder der MACD, der wechselt zu schnell einfach seine Ebenen oder kreuzt zu oft. Damit arbeite ich dann später, damit optimiere ich mein System. Das ist auch wieder eine kleine Funktion von vielen Funktionen im IA-Generator. Also schließen wir quasi, ich versuche so ein bisschen den roten Faden durchzuziehen. Wir haben eine Strategie, die klicken wir zusammen. Wir haben so das erste Ergebnis. Wir haben eine robuste Strategie. Wir haben uns die im Bericht angesehen. Die Zahlen, die Kennzahlen, die Charts, die passen alle soweit zu uns. Wir haben das Ganze auch schon exportiert und in den MetaTrader installiert und dort aktiviert. Und jetzt geht es natürlich weiter. Der nächste Schritt, wenn man etwas Profitables gefunden hat, ist natürlich auch noch zu sagen, ich habe jetzt nur den Euro-Dollar getestet. Wie würde das System denn eigentlich mit dem australischen Dollar, British Pfund, Neuseeland-Dollar, Euro-australischen Dollar aussehen? Das kann ich ja auch einfach mit einem Klick einfach durchtesten lassen. Und das waren jetzt, sagen wir mal, 3 Sekunden und schon sehen wir hier rechts das Ergebnis. Wir haben hier unsere Grundstrategie für den Euro-Dollar und sehen auch noch den Backtest für die anderen Märkte. Ich kann nur noch sagen, gut, den wurde Schund, den will ich aber auf 15 Minuten testen. Neuseeland-Dollar, den möchte ich auch 4 Stunden testen. Und ich will nochmal den Euro-Kanadischen Dollar auf 15 Minuten testen. Ich klicke wieder auf Start und habe jetzt hier wieder in 3-4 Sekunden die Ergebnisse. Und ich kann hier relativ schnell, das heißt, vergleichen wir nochmal mit dem MetaTrader. Ich muss jetzt nicht sagen, Euro-Dollar testen, 10 Jahre warten, dann gehe ich jetzt auf den US-Dollar, japanischen Yen testen, ewig warten, sondern ich mache das hier, ja, ich würde sagen, moderner oder effizienter einfach, indem ich die Märkte direkt auswähle, klicke auf Start und warte dann meine 2-3 Sekunden und habe sofort das Ergebnis. Und da würde ich ja sofort sehen, okay, das System ist auch noch für Markt X und Y profitabel. Oder ich sehe, okay, es ist aber nur für den Euro-Dollar profitabel, weil ich zum Beispiel speziell mich auf diesen Markt konzentriert habe, wo ich einfach sage, okay, das ist die Eigenschaft vom Euro-Dollar, die habe ich so ein bisschen erkannt und die nutze ich mit meiner Strategie aus. Aber so können wir relativ schnell herausfinden, ob andere Zeitintervalle oder andere Märkte einfach auch noch profitabel sind für mich, um so ein kleines Portfolio so ein bisschen aufzubauen. So, haben wir auch das gemacht. Was wären so die nächsten Schritte? Wir haben noch die Optimierungsvariante. Wir können natürlich auch ein bisschen sagen, das System ist gut, aber noch nicht perfekt für unsere Wünsche. Was würden wir in der Regel machen? MetaTrader würden wir in die Einstellungen vom Handelssystem gehen und dann sagen, okay, ich passe jetzt die Periode von 12 auf 15 an, klicke OK, teste. Von 15 auf 17, OK, und teste. Das können wir natürlich im IA-Generator auch so machen. Wir können jetzt auch hier in den Editor gehen und sagen, ich passe den MACD an von 200 auf 199 und teste mal, okay, ein bisschen besser. Können wir machen, aber passt nicht ganz zum IA-Generator, geht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, effizienter.
Und zwar mit der Optimierungsfunktion. Das ist auch eine Funktion vom ER-Generator. Und da kann ich diese Arbeit ganz einfach abgeben lassen und alle Kennzahlen oder alle Einstellungen, alle Variablen besser gesagt, automatisch durchtesten lassen. Also was haben wir denn eigentlich? Wir haben hier den Stop-Loss, das ist ein Wert, den haben wir einfach stur auf 100 Pips gesetzt. Den Take-Profit haben wir einfach, wieso auch immer, 50 gesagt. Wir wissen nicht, ob das das Beste ist. Und deswegen können wir sagen, lieber ER-Generator, ich möchte mal, dass du den Stop-Loss von 50 bis 180 einfach mal durchtestest. Das gleiche auch beim Take-Profit. Der sollte mindestens 25 sein und maximal 100. Und du musst jetzt nicht unbedingt von 25 auf 26 auf 27 gehen, sondern sagen wir mal, 2 Pip-Schritten ist beim TP und beim SL in Ordnung. Und das Ganze machst du bitte auch noch mit dem MACD. Da haben wir die Periode, die Verschiebung, mit den Bollinger-Bändern, Periodeabweichung, mit den Uhrzeiten, wo ich sage, ich möchte ein- und aussteigen. Da sage ich, lieber ER-Generator, lass die Finger davon. Ich möchte auf jeden Fall nicht vor 10.30 Uhr handeln, nicht nach 20.30 Uhr. Also komm wieder nicht, auch wenn es besser ist. Ich will es einfach nicht. Wie auch immer, haben wir unsere Gründe. Und das gleiche für den MACD und für den RSI. Das sind ja alles so Werte, die Tiefe, die Einstellungen. Die haben wir, wie so oft im Trading, einfach so festgelegt, ohne zu wissen, ist das gut, ist das schlecht, macht das Sinn oder nicht. Und jetzt sage ich einfach, lieber ER-Generator, ich drücke jetzt auf Start. Und jetzt habe ich mal einen Moment, wo ich dann wirklich mal fast, na gut, leider auch nur 20 Sekunden warten muss, um zu sehen, was kam bei raus, was ist die Optimierung dabei, gab es eine Optimierung oder nicht. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel gesehen, wir haben jetzt hier 393 verschiedene Kombinationen, die er jetzt hier durchgetestet hat. Also er hat getestet, getestet, getestet. Was ist die beste Einstellung da drin? Um uns hoch, um unten. Ah, wo habe ich mich verklickt? Optimierer war ich, genau. So, kurz reinstarten. Das heißt, er hat ca. 300, 400 Varianten durchgetestet und wir sehen es jetzt hier unten rechts, nochmal in der Live-Ansicht, um das Beste durchzutesten, zu optimieren, herauszufinden. Und wir sehen schon, er hat es schon mal geschafft zu verbessern, aber er ist noch nicht ganz durch. Er ist jetzt bei ca. 1000 Varianten, jetzt bei 1200, haben es gleich geschafft bei 100%. So, jetzt ist er komplett fertig. Jetzt haben wir das Ganze. Und jetzt hat er 1300 Varianten durchprobiert und wir sehen, unsere Grundstrategie, die wir eigentlich eingestellt haben, das war die hier unten. Die war jetzt in dem Beispiel nicht profitabel. Und er hat das Ganze optimiert und hat diese Strategie noch ins Profitable gebracht. Was hat er geschafft? Ja, wir sehen hier die Optimierung. Er hat 32.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Er macht täglich 5 Dollar oder 5,70 Euro mehr. Der maximale Verlust ist um 8.400 Euro geringer geworden. Das Verhältnis ist besser geworden zwischen Gewinn und Verlust. Und er macht auch noch weniger Trades. Also im Grunde genommen weniger Arbeit für ein besseres Ergebnis. Und jetzt kann ich sagen, okay, danke, aber ich bleibe bei meiner alten Strategie oder ich sage einfach perfekt, akzeptiere ich und das ist jetzt meine neue Strategie. Das ist jetzt meine neue Strategie, die ich mir hier nochmal hoch, die ich mir jetzt hier im Bericht nochmal ansehen kann. Ich sehe direkt da, super, mein Drawdown ist jetzt nur noch bei 9% oder hier im Tief bei 15, 16, 17%. Alle Zahlen sind besser, passen besser, super, gefällt mir. Jetzt kann ich auch wieder, wie am Anfang sagen, das Ganze möchte ich exportieren, über den MetaTrader 4, 5 und los geht's. So, und wir haben jetzt hier in unserem Editor wieder diese Strategie, genau die gleiche, aber mit den optimierten Einstellungen. Und ich kann jetzt auch noch weiterhin sagen, danke hier, Generator, dass du das optimiert hast für mich, aber ich glaube, ich will trotzdem noch ein bisschen was hier dran einstellen. Ich möchte die Zeit nochmal ein bisschen hochsetzen und kann dann noch weiter dran arbeiten. Also das ist eigentlich immer so ein Spiel zwischen der Computer hilft mir, ich kann die Sachen übernehmen, wenn sie mir gefallen, oder ich lehne sie ab und kann auch noch selbst dran arbeiten wiederum. Und jetzt sagen, okay, was ist denn jetzt mit den anderen Märkten? Funktioniert das jetzt vielleicht mit anderen Märkten oder ist es immer noch für einen Euro-Dollar aus? Und wir sehen, okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm wie im Vorfeld mit den anderen Märkten, aber wir sind immer noch auf den Euro-Dollar aus. So, ist auch kein Problem. Wir haben halt hier einfach ein System, was darauf ausgelegt ist. So, wir können auch wieder zurück in den Optimierer und sagen, gut,
Ich möchte das noch extremer machen. Ich will nicht, dass du den Stop-Loss nur von 80 bis 120 setzt, sondern test es durch von 5 bis 250. Können wir wieder durchtesten und uns so nach und nach vorarbeiten. Und wir sehen, oder vielleicht merken Sie das auch schon, der IA-Generator steckt halt voller Funktionen, die uns einfach Arbeit abnimmt, die uns nerviges, lästiges und auch stupide Arbeit abnimmt, wie mit den Märkten. Dass ich das jetzt hier 20 Mal durchtesten muss, MetaTrader. Dass ich im Editor nicht manuell das durchtesten muss, mit 194, okay, mit 59, okay, und so weiter und so weiter. Diese stupiden Arbeiten, die fressen einfach nur unsere Zeit, die müssen wir nicht machen. Und damit können wir eigentlich sagen, das ist so neben der Programmierung, die wegfällt, eine große, große Hauptaufgabe von dem EA-Generator, dass es uns die stupide Arbeit einfach wegnimmt. So, was kann der IA-Generator noch? Also wir können gar nicht alle Funktionen zeigen, aber ich versuche so die größten Funktionen zu präsentieren, damit Sie auch noch ein bisschen Freude haben, wenn Sie selbst noch ein paar Funktionen später in der Testfunktion entdecken. Was haben wir hier oben noch für Funktionen? Daten ist schon zu speziell für das Webinar und für die Zeit, aber ich hatte ja am Anfang gesagt, wir können auch noch selbst historische Daten zufügen, wenn wir zum Beispiel Assets nicht hier vorgeladen haben. Wir können auch noch den Einstellungen arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, aber weiß nicht, das Spread bei meinem Broker ist aber größer geworden und das sind nicht, ist nicht nur ein Pip, sondern das sind jetzt 1,5 Pips und so. Also ich kann auch noch in die Tiefe gehen und viel Feintuning vornehmen. Ich kann die Swaps anpassen. Wann wird das Swap berechnet? Ich kann auch Gebühren eintragen. Und plötzlich, wenn ich einen anderen CFD oder einen Spot Trader, wo Gebühren zum Beispiel anfallen. Also für die, ich sag mal, für die Fortgeschrittenen gibt es ja auch noch die Funktion, aber das möchte ich jetzt nicht allzu sehr noch im Webinar präsentieren. Das wird eher die langweilen, die das ganze Tool mal so grob kennenlernen möchten. Wir haben noch zwei große Funktionen. Portfolio und den Generator. Der Generator ist eigentlich perfekt gemacht für die Trader, die sagen, ich habe gar keine Idee, was ich hier durchtesten soll. Ich brauche Inspiration, ich brauche so ein bisschen, ich brauche eine Grundlage, um zu arbeiten. Auch da hilft uns der AI-Generator, indem ich einfach sage, also, ich will den Euro-Dollar handeln, auf Stundenbasis. Ich möchte pro Trade 0,2 Lots handeln, Long und Short, passt. Wenn ein Gegensignal generiert wird, dann soll es ignoriert werden oder wir schließen die Position und drehen die Position, ist mir egal, mach was besser ist. Stop-Loss immer verwenden. Ist der fix oder ist er nachlaufend? Sage ich auch, du, mach was du denkst, was besser ist. Beim Take-Profit sage ich, ja, auch immer verwenden. Ich will hier kein Pip-Geschneider haben, ich will nicht auf einzelne Cent aus sein, also mach bitte mindestens einen Take-Profit von 20. Und der sollte auch nicht allzu groß sein, von 100. So, ich klicke weiter. Sag noch ein paar Bedingungen. Was soll ich maximal an Einstiegen für einen Indikator haben? Sage ich, gut, 5 für einen Ausstieg, maximal 3. Ich will hier keine extrem komplizierte Geschichte haben. Und jetzt gebe ich dem Ganzen noch Zeit. Ich kann jetzt auch noch sagen, also ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und wir im Webinar ja auch nicht mehr. Deswegen sage ich halt, gebe ich dem Ganzen nur 2 Minuten. Und ich sage, ihr Generator, du hast 2 Minuten Zeit, um mir mal was Schönes zu präsentieren, womit ich hoffentlich Geld verdienen kann. So, und jetzt habe ich das Ganze gestartet und jetzt laufen die 2 Minuten. Wir sehen hier oben der Countdown von der Zeit her und wir sehen, wie viele Kombinationen er berechnet hat. Also er ist jetzt in den 15 Sekunden bei ca. 750 verschiedenen Kombinationen gewesen. Und wir sehen es hier rechts, also rechts unten am Kontostandschart und auch oben in der Vector-Statistik immer so, seiner Meinung nach beste Strategie, die er gefunden hat. So, und das passt sich immer wieder an. Wir sehen auch hier, die nächste bessere Strategie ist gefunden. Das heißt, was macht der AI-Generator jetzt? Wir haben ihm nur ganz wenige Vorgaben gegeben. Also wir haben ihm quasi extrem grob einen Rahmen gesetzt. Und er versucht jetzt in diesem Rahmen das Beste herauszufinden. So, also er hat jetzt 2500 Kombinationen in ca. 50, 55 Sekunden gefunden und hat jetzt noch 1 Minute. So, und wir müssen mal überlegen, 2 Minuten, das sind keine Zeit.
Also für den AI-Generator ist das schon eine ordentliche Zeit, weil er relativ schnell ist. Aber würden wir jetzt einfach mal eine Stunde Zeit geben, ne? Dann sind die Ergebnisse fernab von dem, was wir hier eigentlich sehen könnten und würden. So, und wir sehen oben in der Sammlung zum Beispiel hat insgesamt auch schon 100 Strategien durch. Ich breche das jetzt Ganze jetzt mal ab. Wie gesagt, wir wollen nicht unbedingt immer auf Krampf jetzt das Beste rausholen, sondern es geht ja um die Funktion. So, Zeit ist abgelaufen, er hat seine Arbeit getätigt und dann können wir hier oben in die Sammlung gehen. Und in der Sammlung sehen wir die ganzen Strategien, die der AI-Generator für uns erstellt hat. Also wir können hier, das sind einmal einzelne Strategien. Wir haben hier den Verlauf von der Performance, ein paar grobe Kennzahlen, um das Ganze einzuordnen. So, und dann kann ich also sagen, okay, interessant, interessant. Ah, okay, das hier gefällt mir zum Beispiel. Das ist eine schöne Strategie. Kann ich jetzt raufklicken? Oh, kann ich raufklicken? Und, die Ansicht kennen Sie schon, wir landen in der Editor-Variante. Das heißt, ich kann mir das nochmal genauer ansehen und eigentlich sagen, okay, was ist hier eigentlich die Logik? Was macht der eigentlich genau? Okay, das ist ein Einstieg. Okay, das ist ein Ausstieg. Das sind die Rahmenbedingungen. Alles klar. Gefällt mir. Kann ich auch jetzt an dieser Stelle wieder sagen, exportieren. Ich kann es mit weiteren Märkten testen. Ich kann auch das nochmal automatisch optimieren lassen, wenn ich sage, Bollinger Bänder, CCI, perfekt. Liebe ich, ich möchte das noch weiter optimieren. Oder ich gehe einfach in meine Sammlung und schaue mir das an. Und ich kann jetzt natürlich sagen, einzelne exportiere ich einfach. Also ich sage jetzt, gut, das will ich für den MetaTrader 4 exportiert haben. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Oder, damit kommen wir zur nächsten großen und auch letzten Funktion für heute, kann ich mein Portfolio erstellen. Das heißt, wenn wir, ich sage es mal, die Formel 1 in dem Algo-Trading, das ist so dass die Portfolioverwaltung. Das heißt, wir haben nicht nur ein Handelssystem am Laufen, sondern wir haben mehrere Handelssysteme am Laufen, um, ja, ich sag mal, ein bisschen Glättung ins Portfolio zu bringen. Wir wollen nicht, ich glaube ganz stark, wir wollen alle nicht heute 20% gewinnen, morgen 25% verlieren, dann wieder 40% gewinnen. Wir möchten ja in Ruhe schlafen und so ein bisschen Ruhe reinbringen ins Trading. Lieber möchten wir heute 1% machen, morgen 0,5% verlieren, danach wieder 0,125% gewinnen und so weiter. Das können wir am besten machen, indem wir ein Portfolio haben. Das heißt, dass wir einfach breit aufgestellt sind. Wir haben zum Beispiel ein Portfolio, bestehend aus 5 Systemen. Das eine handelt Trends, das andere Breakouts, das andere Kontratrend. Um möglichst so aufgestellt zu sein, dass wir für jede Marktphase quasi was Profitables haben. Natürlich keine Garantie, aber wir wollen einfach so ein bisschen Glättung reinbringen. Und dann könnte ich auch hier sagen, das System, das ist hier ein Klick, kommt in mein Portfolio. Das hier kommt mit rein, perfekt. Das ist jetzt nicht so gut, aber das kommt rein, das passt einfach mit. Und nehmen wir das hier, ist ein, was auch immer, müssen wir gucken, ein Anti-Trend-System. So, und dann haben wir hier oben den Reiter Portfolio. Und hier haben wir dann die Portfolio-Statistik. Das ist auch eine Funktion, die wir zum Beispiel im MetaTrader nicht haben. Das heißt, wir haben diese 4 Systeme kombiniert und haben jetzt eine Portfolio-Performance im Chart. Wir sehen also gesamt diese Systeme zusammen. Liefern ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Da ist relativ viel Glättung drin. Wir haben keine extrem lang anhaltenden Drawdown-Phasen, keine extrem starken Drawdown-Phasen. Wir sehen die ganzen Statistiken, also die ganzen Kennzahlen, die basieren jetzt auch auf dieses Portfolio. Das heißt, wir haben nicht mehr wie in diesem Reiter zum Beispiel das Ergebnis für diese einzelne Strategie, sondern wir haben hier das Portfolio-Ergebnis und können uns einfach mal ansehen, wie Performance, wie ist die Performance von dem gesamten Portfolio, auch wieder vor von 2007 bis heute. Und dann können wir sagen, okay, ich möchte diese einzelnen 4 Systeme alle exportieren. Also ich kann ja hier wieder in meine Sammlung gehen und sagen, speichere ich, speichere ich, speichere ich. Und dann ziehe ich das in meinen MetaTrader von FX-Wert zum Beispiel rein. Oder aber ich sage, ich möchte einfach einen EA exportieren und das ist ein Portfolio-EA. Das heißt, wir haben im MetaTrader, 4 oder 5, ist immer synchron, ein einziges Handelssystem und in diesem Handelssystem stecken diese 4 Systeme, die wir ins Portfolio gepackt haben. So. Und das ist zum Beispiel eine Funktion, die wir in der Testfunktion deaktiviert haben. Und ich möchte meinen, das ist auch die einzige Funktion, die wir in der Testfunktion, das heißt im kostenlosen Testzugang deaktiviert haben, weil die von der Rechenleistung im Hintergrund relativ groß ist und wir dafür sorgen müssen, dass die Trader, die halt schon eine Lizenz erworben haben, dass sie da nicht drunter leiden, dass gerade viele kostenlose Testaccounts hier agieren. So, und das ist aber auch die einzige Funktion. Das heißt,
alle anderen Funktionen, die Sie hier heute gesehen haben, können Sie in den 5 Tagen, die wirklich komplett kostenlos sind und wo sich auch nichts verlängert, wo keine Kontodaten und Ähnliches abgefragt werden, einfach alle nutzen. Allen Funktionen ganz in Ruhe zu schauen, ist das was für mich? Komme ich damit klar? Bekomme ich das System raus, die einigermaßen zu mir passen? Und wenn Sie sagen, perfekt, das passt, dann können Sie natürlich auch die Lizenz kaufen und dann können Sie den EA-Generator entweder an einer Lifetime-Lizenz kaufen, das heißt, Sie können den EA-Generator dann ein Leben lang nutzen oder Sie sagen, ich möchte erstmal klein anfragen und hole mir dann zum Beispiel erstmal den Zugang für ein Jahr und möchte erstmal ein Jahr lang arbeiten und wenn ich dann sage, super, hat sich für mich zum Beispiel schon rentiert oder macht Spaß, ich möchte weiterarbeiten, dann kann ich auch später noch upgraden und sagen, jetzt habe ich die Lifetime-Lizenz, jetzt arbeite ich die ganze Zeit mit dabei. Und wenn Sie ja schon BIF-Expert sind, dann haben Sie ja zum einen schon mal den großen Vorteil, dass Sie bei einem sehr, sehr guten Broker sind, aber Sie haben auch den weiteren Vorteil, dass Sie, sehen Sie ja, wenn Sie auf der Webseite sind von FX-Expert unter Trading Partner, dann sehen Sie hier unten auch noch den Bereich von AlgoCamp und wir haben hier noch den Gutscheincode, das ist FXpert-Camp5 und damit können Sie auch nochmal 5% sparen. Das heißt, egal wofür Sie sich entscheiden, ob Sie sagen, der EA-Generator gefällt mir, den möchte ich haben oder ob Sie sagen, ich möchte gar nicht erst anfangen zu basteln, sondern Sie sagen direkt, ich möchte lieber ein fertiges Handelssystem von AlgoCamp kaufen und schaue, was passt da zu mir, habe ich was Fertiges, dann muss ich nicht basteln. Egal, wofür Sie sich entscheiden. Ja, Trading-Server, ein Risikomanager, spielt keine Rolle. Dann können Sie überall einfach diesen Code eingeben, FXpertCamp5. Als FXpertKunde, dann sparen Sie da immer und überall diese 5% noch. So, wir haben noch wenige Minuten. Sie können natürlich gerne jetzt noch, wenn die Fragen da sind, die Fragen reinstellen. Die 3 Minuten können wir gerne noch nutzen. Ansonsten, wenn im Nachgang noch Fragen kommen, oder wenn Sie zum Beispiel sich die Aufzeichnung angesehen haben und jetzt vielleicht noch die eine oder andere Frage haben, dann haben Sie die Wahl. Entweder schreiben Sie uns von AlgoCamp oder Sie schreiben direkt bei FXpert und können da zum Beispiel die Frage stellen, Ihre Entscheidung. Klar ist nur, dass die Frage oder so auf jeden Fall beantwortet wird. Falls wir die Frage nicht beantworten können, können wir es gerne an FXpert weiterleiten oder andersrum. Die Antwort kommt da so oder so zu Ihnen. Bei FXpert kennen Sie wahrscheinlich schon die Kontaktmöglichkeiten. Bei uns bei AlgoCamp ist das auch gar nicht allzu kompliziert. Wir haben ja oben den Kontaktreiter und dann findet man auch den Kontakt zu uns. So. Ich schaue da mal in die Fragebox rein. Kann man mit dem EA-Generator auch etwas für den Ninja Trader 8 oder den Agena Trader programmieren? Nein. Der EA-Generator ist ausschließlich für den MetaTrader 4 und 5 aufgebaut. Von der Programmierlogik her sind es unterschiedliche Sprachen, klar. Der Agena Trader und Ninja Trader basieren so ein bisschen auf C#, aber sind von der Programmierlogik komplett anders. Also das ist eine ganz, ganz andere Programmiersprache von den ganzen Funktionen, die genutzt werden. Deswegen leider ausschließlich MetaTrader 4 und 5. So, dann die nächste Frage, das ist größer, die muss ich mir kurz durchlesen. Genau, hier haben wir noch die Frage, dass jemand mit dem EA-Generator schon arbeitet, hat einige Strategien entwickelt, die sind mit der im Tester soweit profitabel, das heißt der historische Test, den wir heute quasi betrieben haben und wenn das Ganze dann im Demo-Modus läuft, also ob Demo-Modus oder Live-Modus spielt eigentlich gar keine große Rolle, da sind die Ergebnisse eigentlich immer ähnlich, wieso dann Verluste auftreten. Das ist ein interessanter Punkt, den wir gar nicht speziell nur im EA-Generator haben, sondern generell in der Entwicklung von Handelssystemen oder Handelsstrategien. Dass wir eine Strategie entwickeln, wir testen es durch, es ist perfekt, es ist profitabel und dann läuft es im Live-Demo-Modus, also mit echten Kursen, sprich wir sind im MetaTrader eingeloggt, starten das Ganze auf den Chart, Demo oder Live und lassen das Ganze laufen und dann haben wir Verluste. Woran kann das liegen? Zum einen kann es natürlich sein, dass wir einen zu kleinen Zeitraum getestet haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel
sage ich mal, 2 Wochen lang das System jetzt im Live-Modus betreibe oder im Demo-Modus, dass die Aussage zu kurz ist. Da würde ich mich zum Beispiel mal dran richten, wie groß war zum Beispiel der maximale Drawdown in der Vergangenheit? Also wenn ich jetzt ein System habe, über 15 Jahre profitabel und wir haben einen Drawdown, der hat in der Vergangenheit, sagen wir mal, 1,5 Jahre angedauert, dann sagen wir immer, dann muss ich selbst damit auch rechnen, dass wir im Live-Modus, Live-Demo-Modus auch diese Zeit mal erleben werden, dass ich auch wann auch immer noch mal bereit sein muss, einen Drawdown von 1,5 Jahren in Kauf zu nehmen. Das ist eine Variante, dass vielleicht etwas zu, sagen wir, zu ungeduldig sind, ohne es böse zu meinen, dass wir da relativ schnell schon entscheiden. Oder aber, was auch sein kann, ist das, ist eine ganz wichtige Kennzahl, dass der Gewinn pro Trade zu gering ist. Das heißt, wir können schöne Strategien haben. Ja, es können auch diese Strategien sein, die wir heute gebastelt haben, die schön aussehen, wo aber dann zum Beispiel, wo wir im Durchschnitt pro Trade dann vielleicht 0,5 Pips machen. Das ist mal sehr, sehr gefährlich. 0,5 Pips in der Theorie. Da reicht es in der Realität einfach nur eine minimale Verzögerung zu haben, eine leichte Slippage, eine bisschen schlechtere Ausführung zu haben, was normal ist, was nicht schlecht ist. Also das heißt nicht, dass jetzt zum Beispiel der Broker schlecht ist. Das ist völlig, völlig normal und so ist einfach die Realität, ne? Laborrealität. Das ist mal eine wichtige Kennzahl. Das heißt, je mehr ich durchschnittlich pro Trade in meiner Testphase mache, desto robuster und entspannter bin ich später im Live-Modus. Wenn ich durchschnittlich 10 Pips mache pro Trade, dann weiß ich ganz genau, egal was da draußen passiert, dann führt mich doch ein Pip schlechter aus oder dann kommt noch die Kommission oben rauf oder dann ist meine Internetleitung mal wieder ganz, ganz langsam. Dann interessiert mich das nicht. Das ist zum Beispiel eine wichtige Kennzahl, auf die man immer achten sollte und auch auf die wir immer achten, weil dieses Robuste ist einfach essentiell im Live-Modus oder im Demo-Modus, dann nicht umgehauen zu werden von kleinen Reibereien am Markt, sage ich mal. Perfekt. Wir haben fast die Punktlandung, 2 Minuten überzogen, aber da wird der Florian uns hoffentlich nicht böse sein. Auf gar keinen Fall. Alles gut. Perfekt, perfekt. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Florian, was sagst du? Ich fand es wie immer gut. Webinare mit dir sind immer interessant. Ich lerne jedes Mal was Neues. Ich hoffe, die Teilnehmer haben auch wieder was dazugelernt. Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen zu dem Sagen, gerade mit dem Testen im Demo und im Live, dass es ganz normal ist, dass die Demos einen leicht höheren Ping haben, als sie live konnten. Ne? Und dann, so wie du das schon gesagt hast, kann dadurch natürlich auch was entstehen, ne? An Unterschieden. Genau. Das ist mal so die Unterschied, ne? Zwischen dem Labor, wo wir uns Theorien ausdenken oder was heranzüchten und simulieren, und der Realität. Ne? Das ist wie der Fahrsimulator und dann der echte Straßenverkehr. Okay. Du hast jetzt noch eine Frage reingekriegt. Vielleicht willst du dir noch kurz angucken. Ich schau mal kurz. Guter Punkt. Wo ist die Kennzahl der Profit-Pips in den Statistiken? Die haben wir gar nicht vorausgerechnet. Die müssen uns selbst ausrechnen. Aber das ist relativ einfach, indem wir schauen, was ist der Reingewinn durch Anzahl der Trades. Und dann haben wir das Ganze ausgeführt. Das heißt, wir nehmen diese Zahl, rechnen es durch Trades zusammenfassen. Und dann haben wir das, was wir durchschnittlich pro Trade machen. Genau. Also eine relativ einfache Rechnung. Alright. Gut. David, hast du noch Perfekt. Irgendwas zu sagen? Ja, ich bin soweit durch. Ich würde sagen, danke dir, Florian, für deine Zeit. Macht immer Spaß mit dir. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer, die wieder mit dabei waren bis zur letzten Sekunde. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Webinar oder bei einem der nächsten Börsentage, World of Trading, wo auch immer die Partnerschaft besteht. Und wir werden uns immer wieder irgendwo sehen und hören. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, schönen Sommer und ja, alles Gute. Bis dann. Ich danke dir, ciao. David. Danke dir. Ciao. Ich wünsche natürlich dir und allen Teilnehmern einen schönen Abend. Ne, gesund bleiben und wie immer auf die Trades aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.